Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben das letzte Spiel gegen Bochum gewonnen, haben uns einen guten Tabellenplatz erkämpft, Platz 4. Und heute werden wir gegen den Tabellenletzten spielen. Gucken wir mal, was haben die noch zu gewinnen oder zu verlieren. Die sind nicht nur Tabellenletzter, sie sind auf dem Relegationsplatz mit 11 Punkten, können sich somit wichtige Punkte erarbeiten, aber wir würden uns auf 31 Punkte hocharbeiten. Das wäre schon mal nicht schlecht. Haaland hat wieder getroffen. Denkt ihr, welchen Tabellenplatz werden wir? Also Champions League Platz ist ein Muss. Wir können ihn jetzt auch nicht mehr durch durch den Gewinn des Pokals schaffen, da wir rausgeflogen sind. Es gibt Eckball. Machen sich bereit. Ball kommt. Jung, Sekun, Nielsen. Achtung, gefährlich im Strafraum. Und der nächste Eckball. Schon wieder Eckball. Und jetzt kriegt den Ball. Schöner Pass auf Emre Can. Okay, die Fürther schlagen sich schon besser als die Bochumer. Nielsen.
gegangen oder wäre der an die Latte? Weiß es nicht. Meierhöfer. Achtung. Jung. Meierhöfer. Und der nächste Eckball. Abstoß. Ja, die Fürther entpuppen sich hier als harter Gegner, also schwer durchzukommen. Oh. Fein. Ist das ein Hitten? So, es stehen frei vom Pass auf Zolles. Oh, der macht das Ding. Zolles hat einen ganz guten Abschluss. 1-0 Dortmund, sehr schön. Oh. Gucken wir uns nochmal an hier. Schöner Pass von Reus. Und Zolles ganz abgeklärt. In Ruhe macht er den Ball da rein. Der 33. Minute. Jung. Ich denn. Nielsen. Und der spielt sich einen Schuh-Superball. Hat den Ball. Wo geht's hin? Na, Haaland kann sich den Ball nicht behaupten. Zubak, was ist jetzt los? Ah, Halbzeit. Das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. 1-1 unentschieden ist mir persönlich zu wenig gegen den Tabellenvorvorletzten. Das Tor nicht.
glaube, wir werden jetzt Spieler wechseln. Wir werden jetzt Malen bringen. Brand, weiß ich nicht. Wayne, den haben wir noch gar nicht. Irgendwie ist der auch noch ausgeliehen. Ich weiß nicht, oder gehört der uns? Der gehört uns. Für Wirtz. Oder Reus. Reus. Ich mache mal was Unkonventionelles für Can. Wechsle ich den ein. Mit zwei neu drin. Reus steht super frei hier. Malen. Boah, und erste gefährliche Aktion. Super gefährlich hier. Seguin. Achtung. Soll es. Mist. Wo läuft denn der hin? Achtung. Boah, haarscharf. Der war haarscharf. Der war haarscharf am Tor vorbei. Also mit dem Unentschieden können wir aus Spielsicht zufrieden sein, aber es reicht nicht. Schlechter Pass. Duziak. Die spielen unsere Abwehr hier schwindelig. Keine Anspielstation. Guerrero. Reus. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Oh nein. Da wäre Malen wieder da gewesen. Der hat einen richtig guten Riecher. Für die Räume. Achtung, wir kriegen hier wieder Besuch im Strafraum. Wie viele Fürther hier da drin sind. Kann sich den Ball nicht richtig hinlegen. Erzählt. Malen macht das 2:1, hat sich endlich belohnt. Boah, was für ein Druck das gewesen ist. So, und jetzt gut verteidigen. Wir wollen diese Führung nach Hause nehmen. Wir sind ja zu Hause. Achtung, Leute, passt auf. Oh Gott. Ja. Ich sage mal dazu absolut verdient bei der Verteidigungsleistung. Dieses Unentschieden. Aber ja, wie frei die alle agieren da.
setzte auf Bäumbrand. Gibt das jetzt Einwurf? Oder es gibt Einwurf. Lol. Die Eckfahne hat geholfen. Uina. Ja, und jetzt wird abgepfiffen. Wir schaffen. Nur ein 2:2 unentschieden gegen Fürth. Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Wir holen ja einen Punkt. Eieieiei. Malen hat mir sehr gut gefallen, wie der die Räume gesucht hat. Wir sind wieder auf Platz 5 mit 29 Punkten. Ja, das ist nicht schön. Hinter uns Leverkusen, die warten schon. Champions League wäre halt schon das Ziel. Champions League. Arena wollen sie kaufen für 35 Millionen. Gucken wir mal. Der ist 19. Aktion anzeigen. Da ist schon wieder ein Elefant unterwegs. Zuschauen und bis zum nächsten Mal.